Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Katja und ich starte für euch einen Vlog. Besser gesagt, ich habe bereits schon gestartet und wie in einem der letzten Videos ist mir irgendwie ein Teil des Bildmaterials verloren gegangen. Deswegen beginne ich diesen Vlog noch einmal und ich sage euch in Kürze das, was ich in dem anderen Anfang erzählt habe. Da habe ich glaube ich 10 oder 15 Minuten mit euch geredet, aber naja. Das ist verloren gegangen. Da waren wir unterwegs zu unserem Griechen zum Essen und davor waren wir auf dem Flohmarkt und beim DM. Das heißt, ihr werdet jetzt an dem Teil einsetzen, wo wir immer noch auf dem Weg zum Griechen sind, aber ich erzähle darüber, dass wir uns Sachen dort gekauft haben, auf dem Flohmarkt tatsächlich und auch beim DM Sachen gekauft haben, ja. Jetzt hoffe ich trotzdem, dass dieser Anfang okay soweit ist. Einen anderen gibt es leider gerade nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen des Videos. Ein total angenehmes sonniges Wetter und nach dem DM sind wir da einfach vorbeispaziert. Wir waren jetzt nicht auf der Suche nach irgendwas. Aber ich habe eine Vase gefunden, die mir gut gefallen hat. So steht alles noch zu Hause unausgepackt. Und ich habe eine Weste gefunden. Erstmal habe ich überlegt, brauche ich die überhaupt, ne? So für den Garten oder so. Das ist so eine total dünne Weste. Und dann dachte ich, okay, komm, ich frage einfach, wie viel die kostet. Und für 2 Euro, für 2 Euro habe ich sie mir jetzt einfach mitgenommen. Wenn wir in den Garten gehen und das ist noch morgens kühl oder abends wird es kühler, kann ich sie sehr gerne benutzen, ne? Dann ist es nicht zu schade und sogar wenn sie dreckig wird, ist es auch komplett okay. Oder wenn ich mit den Kindern in den Garten gehe, ich zeige sie euch. Und beim DM haben wir auch 3-4 Artikel, glaube ich, gekauft, gar nicht so viel. Zeige ich euch auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein wird, weil wir haben schon 18.30 Uhr und bis wir zu Hause sind, wird es schon auch ein bisschen später werden, vielleicht die nächsten Tage dann, wenn ich die Kamera wieder nehme. Also hier zwischendrin ist der Fluss, das ist ein Naturschutzgebiet und wir sind hier einfach zu Fuß unterwegs zu unserem Griechen. Man kann auch mit dem Auto fahren, das machen wir auch sehr, sehr häufig, aber heute haben wir beschlossen zu laufen, das schöne Wetter einfach auszunutzen. Ihr seht, die Straßen sind hier auch nicht gemacht. Es ist eher, ja, gut. So, weniger naturbelassen, das würde ich nicht nehmen, weil zwischendrin kommt auch Asphalt. Aber viele Stellen sind auch gar nicht gemacht und oft überschwemmt der Main. Da seht ihr den Main, überschwemmt der Main hier diesen Teil. Hier trifft man auch viele Menschen, die fischen oder Menschen, die einfach grillen. An manchen Stellen hier darf man grillen oder man darf es vielleicht nicht und die machen es trotzdem, das weiß ich gar nicht. So da hinten gibt es auch welche, die das gerade machen, hört man. Und hier nebendran ist ein großes Feld, da spielen viele indische Menschen tatsächlich Rugby. Also das kann man jetzt gar nicht sehen. Aber ich möchte euch jetzt auch die Menschen gar nicht filmen. Wir sind bereits zu Hause und ich habe beschlossen, dass ich euch das dann doch jetzt zeige, was wir auf dem Flohmarkt und beim DM mitgenommen haben. Die Vase ist jetzt natürlich ein bisschen dreckig. Was heißt ein bisschen? Sie ist dreckig, aber ich mache es jetzt direkt auch, glaube ich, in die Spülmaschine. Ich meine, das darf man. Hier steht nichts, dass man das nicht darf. So schaut sie aus. Ja, ich weiß nicht, ob jemand sich da irgendwie auskennt, aber das will ja sowieso gerade auch gar nicht fokussieren, soweit ich das sehen kann. Nee, fokussiert sich gar nicht. So, ja, so eine Vase habe ich mitgenommen. Sie hat mir ganz gut gefallen und ja, so ein bisschen ländlicher Stil. Die kommt jetzt in die Spülmaschine. Und dann kam diese Weste für 2 Euro mit. Sie ist echt so, ja, dünn, ganz dünn.
Ich weiß nicht, was für eine Marke das ist. Da steht gar keine Marke. Ich mache das jetzt direkt in die Wäsche. Ich ziehe es einfach rein. Was steht denn da? Da steht auch nichts. Futter. Aus was das besteht? 40 Grad. Ja, keine Marke. Weiß ich nicht, was das ist. So, ziehe ich die mal an. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht an mir. So schaut es aus. Also es ist nichts, was wahrscheinlich super schick ist, aber ich glaube, wenn man in den Garten geht, ist es vollkommen in Ordnung. Das reicht auch. Hier sind noch zwei Handtaschen, zwei Seitentaschen oder Taschen allgemein. Ja, oder auch komplett offen. Ich glaube, das ist so okay für 2 Euro für den Garten. Vollkommen in Ordnung. Oder was sagt ihr? Ich denke, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vielleicht mal nicht mit einem weißen Oberteil, was etwas dunkleres drunter, dann ist es auch von der Farbe nicht so beißend. Bei dem habe ich einmal Fotos mitgenommen. Die Fotos sind für die Kita, also von den Kindern. Dann haben wir einmal Lacalut, die Zahnpaste, mitgenommen. Wir haben die aktuell auch da und die hat uns, gefällt uns ganz gut. Vicky verträgt sie gut. Vicky verträgt nämlich nicht jede Zahnpaste. Und dann haben wir zweimal Taschentuchboxen mitgenommen. Tatsächlich war Tempo günstiger im Preis als die DM Eigenmarke. Aber es ist, die Verpackung ist etwas größer. Und jetzt waren wir nicht sicher, ob das in unsere Taschentuchbox im Bad passt. Deswegen haben wir nur eine Tempo mitgenommen, weil sonst hätten wir zwei. Das ist echt viel günstiger. Ich glaube, um 50 Cent war es günstiger gewesen als die Normaleigenmarke ohne Rabatt. Da war jetzt gar kein Rabatt, nichts. Aber ich bin nicht sicher, ob es passt. Deswegen probieren wir das aus. Und wenn es passt, dann wissen wir Bescheid. Dann kaufen wir ab jetzt die. Weil warum mehr zahlen, wenn man auch weniger zahlen kann für das gleiche Produkt im Endeffekt? Da ist die gleiche Anzahl drin. Hier sind 2 Tücher mehr. Aber die kosten ja nicht 50 Cent, die 2 Tücher. So, für heute ist das alles. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Tag mit euch. So, meine Lieben, wir sind bereits im nächsten Tag, sogar 2 Tage weiter. Und ich habe heute mein Yoga abgesagt. Das Wetter ist angenehm. Es war heute tatsächlich etwas kühler gewesen, aber jetzt ist es, wir haben nach 5 Uhr, fast 6, glaube ich. Und wir wollten zum DM. Und vor dem DM dachten wir, dass wir Eis essen gehen. Vicky ist hier. Sie telefoniert gerade mit einer Freundin von uns. Und beim DM nehme ich euch ein bisschen mit, dann zeige ich euch, was wir so mitnehmen. Wir brauchen so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt gehört, dass Payback sich von DM, also DM trennt sich von Payback, Rewe trennt sich von Payback. Und wir haben noch einige angesammelte Punkte. Diese wollen wir einfach einlösen. Und noch was Neues. Ich habe ein Mikro jetzt hier. Das ist ganz neu. Das habe ich auch beim Shein bestellt. Und das habe ich euch nicht gezeigt in der Bestellung, weil ich wollte es erstmal für mich ausprobieren. Das konnte ich dort ja sowieso gar nicht so testen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie dieser Ton ist. So ab jetzt, ab diesem Kader benutze ich das und ich bin ja jetzt auch draußen. Es gibt ganz viele andere laute Geräusche. Ich bin selber gespannt. Also zu Hause habe ich es ja schon mal kurz angetestet und da hat sich's relativ gut angehört, muss ich sagen. Also ich konnte mich auch von dem Mikro, ich weiß nicht, also schon mal sogar ins andere Zimmer entfernen und man hat meine Stimme gehört. Jetzt bin ich auch gespannt, wie das dann so ist, wenn ich draußen bin. Da sind ja auch ganz schön viele Nebengeräusche. Und da ist jetzt mein Eis. Ich habe 3 Kugeln. Ich habe einmal Pistazie, Kefir und Kaffee. Und was hast du? Kefir, Kaffee und Cookies. Ja, wir laufen jetzt einfach ein Stückchen am Main. Und dann sehen wir uns beim DM wieder. Wir sind schon beim DM und wir überlegen, was wir alles brauchen. Vicky wollte hier können wir gucken, eine Bodylotion und Duschgel, so dieses 2-in-1 haben für die Tage, wo man einfach zu faul ist, um sich einzucremen. Und wir haben jetzt gerade einfach welches von Nivea gefunden, aber nur von Nivea. Und ich meine, es gab auch von anderen so etwas. Wir schauen uns mal um, wenn wir was Passendes sehen. Hier, guck mal, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Ah, Deo wolltest du, dass wir nehmen, Vicky. Deo. Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Ich kenne die Marke nicht.
Ja, dieser DM ist tatsächlich besser bestückt als die anderen DMs. Also muss ich schon sagen, die haben auch mehr Auswahl an Shampoos und andere Marken auch. Und zwar gibt es jetzt, die Kamera fokussiert nicht, nur dieses hier. Und wir nehmen, das ist die größere, das ist die kleinere Flasche, Insta451 wasseraktive Formel. Wir nehmen dieses mit Mandelöl, nicht mit Shea-Butter. Shea-Butter, kann ich mich erinnern, glaube ich, hat so ganz komisch gerochen. Und da stehen unsere Deos. Die nehmen wir auch gerne. Hier gibt es nur diese drei Sorten, gibt es keine anderen leider. Aber mir gefallen alle, wie gemacht, nur das Blaue. Und dann brauchen wir solche Wattestäbchen, dann nehme ich auch eine Packung. Dann habe ich das hier von Balea gerade entdeckt. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Ich weiß zwar gerade nicht, wie viel das kostet, aber irgendwas sagt mir, nimm es mit. Trocken Shampoo, Schaum. Das kenne ich auch noch gar nicht. Das nehmen wir, glaube ich, auch mit. Suche ich einfach nach Haferflocken, einfachen Haferflocken. Gucken wir mal nach, ob ich die finde hier. Da, Dinkelflocken, die. Wir sind soweit fertig und laufen jetzt gleich einfach noch zum Rewe. Wir müssen noch ein paar Sachen. Wir sind schon zu Hause. Ich habe sogar eine Runde schon meditiert. Ich habe jetzt hier ausgebreitet, was wir gekauft haben. Es ist tatsächlich gar nicht so viel. Ich fange an mit dem Klopapier. Das haben wir beim Rewe mitgenommen. Und ich nehme euch einfach am besten hier rüber. Dann zeige ich euch, was wir noch gekauft haben. Dann haben wir zwei Päckchen von den Winden mitgenommen. Beide brauchen wir gerade gleich. Also nicht gleich, aber bald welche. Dann habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, diese Ohrstäbchen, ich sage immer Wattestäbchen, ich sage immer Ohrstäbchen dazu. Dann Dinkelflocken habe ich mitgenommen. Also ich, heute früh haben wir sogar damit gefrühstückt, also ich esse das sehr, sehr gerne als Brei. Und da, also wenn ich daran denke, ist es gut, das abends schon mal ins Wasser zu stellen, dann geht das morgens etwas schneller. Dann unsere Lieblingsdeos. Also wir lieben diese Deos sehr. Dann habe ich so ein Trockenshampoo mitgenommen. Sowas kenne ich gar nicht. Also ich bin wirklich, ich mache mir das jetzt nicht in die Hand, weil ich werde jetzt dann auch anfangen zu kochen. Habe ich mir richtig gespannt, was das ist. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ich unseres beim, wie heißt das, beim Lidl hole. Aber das ist was Neues, kenne ich gar nicht. Was steht hier? Eine tennis große Menge des Schaums im Ansatz verteilen. Trocken föhnen, über Nacht einwirken lassen und Luft trocknen lassen. Oder Luft trocknen lassen. Was, das muss man föhnen? Sofortige Frische für Haar und Kopfhaut. Na, da bin ich mal gespannt. Dann hat Vicky dann doch jetzt diese 2-in-1 Body Lotion und Duschgel 5-in-1 Pflegeformel mitgenommen. Wir hatten das ab und an. Ich meine, nicht nur Nivea hatte das, aber ich kann mich nicht erinnern, wer das noch hatte. Und wir haben es aber auch nicht gefunden. Dann hat mich dieses Produkt tatsächlich angesprochen von Balea. Ach Mist, das ist von Balea. Verdammt, Balea-Produkte mag ich gar nicht so, also von dieser Serien. Ich dachte, das ist von Catrice. Naja, gut, egal. Jetzt wird es ausprobiert. Dann habe ich hier noch, beim Rewe haben wir das mitgenommen, Barista Hafer Sojadrink. Barista, das ist mir wichtig, dass es Barista ist, weil sonst schäumt es nicht, ne? Also schäumt es nicht so gut. Dann hat Vicky hier Leber- und Gallentee mitgenommen zum Trinken. Sie hat sogar schon ein Beutelchen herausgeholt. Sie ist gerade auch im Wohnzimmer. Und dann haben wir hier Mandarinen mitgenommen. Ja, das war's vom Einkauf her. Ich werde jetzt einfach anfangen, uns das Abendessen und das morgige Mittagessen vorzubereiten. Das ist jetzt nichts Grandioses. Es wird einfach, wir haben noch Dinkelnudeln da und wir haben eine offene Dose Tomaten und frische Tomaten und Paprika und Zwiebel und sowas. Ich werde einfach Tomatensoße machen mit Nudeln. Das ist alles. Ich glaube, das brauche ich nicht verfilmen. Das ist immer ganz easy peasy, glaube ich, macht jeder und jede zu Hause so auf die eigene Art und Weise aller Tomatensoße, ne? Gut, Parmesan haben wir jetzt keins mitgenommen, hätten wir mitnehmen können, aber naja. Gut, dann lege ich jetzt mal los.
Wir sind wieder in einem neuen Tag. Ich habe gestern gemerkt, dass dieses Mikrofon, wenn es zu nah am Mund ist, also dann rauschelt es tatsächlich so. Und ich muss das für mich noch ausprobieren, wie das am besten funktioniert. Jetzt ist auch das Mikro dran, aber ich habe es etwas tiefer dran gehängt. Ich muss wirklich schauen, wie das so am besten für den Ton ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich, wenn ich die Räume verlasse, weiterhin mit euch reden kann, ohne dass ihr mich schlecht hört. Und was ich auch noch gemerkt habe, ich kann die Lautstärke nicht mehr regeln. Also ich kann sie schon regeln, dann wird es aber irgendwie rauschig. Ja, ich suche mir jetzt hier meine Yoga-Sachen heraus. Ich überlege mir, was ich jetzt anziehe dahin. Die Hose, die ich jetzt anhabe, geht tatsächlich auch, aber die ist schon voller Flecken. Die Kiddies haben die mir voller Flecken gemacht. Ich habe extra schon so eine Hose angezogen, die ich hätte auch anlassen können, aber das seht ihr jetzt nicht, weil hier im Raum ist es ein bisschen dunkler, aber die ist voller Reis und Soße. War heute beim Essen mit dabei. So, nehmen wir diese und so, da. Diese Hose nehme ich, die habe ich beim Chibo gekauft, aber sie rutscht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum das nicht hält, es rutscht. Und das ist ein Top vom Shein, habe ich beim Shein gekauft. Das ziehe ich jetzt an, ein T-Shirt noch, wählen wir uns noch aus. Ich werde bald meinen Kleiderschrank ausmisten. Was heißt bald? Also ich hoffe, das bald ist schneller als ich denke, weil bei mir mein bald dauert immer so 100 Jahre. Aber ich habe auch mit Vicky geredet, ich muss einfach alle Teile, die ich nicht trage, abgeben. Es ist ja schade, dass sie rumhängen und ich habe einfach viel zu viel Auswahl da drin und vieles davon ist gut, aber ich trage es einfach nicht. Es macht gar keinen Sinn, diese Teile zu behalten. Ich muss einfach da mich trennen. So, T-Shirts trage ich immer. Ich gucke, was ziehen wir für ein T-Shirt für die Hose am besten an. Ja, irgendwas, was vielleicht auch gut hält und nicht so rutschig ist. Gucken wir das nicht. Ja, es wird auch ganz schön warm da drin. Muss man auch. Ich weiß, ich habe so einen Crop-Top irgendwo hier gehabt, so ein blaues. Das hält tatsächlich ganz gut. Und das kann gar nicht rutschen. Da, das nehme ich. Das seht ihr nicht, dass es blau ist, aber es ist blau. Das werde ich jetzt anziehen und oben drüber nehme ich einfach einen Pulli mit, weil ich gehe zu einem Yoga, was jetzt ein bisschen anstrengender ist. Da ist es ganz gut, wenn ich da Sachen anhabe, in denen ich auch Luft bekomme. Und anschließend fürs Shavasana kann ich mir einfach einen Pulli oder sowas mitnehmen und das dann drüber ziehen, damit ich nicht erfriere. So, jetzt bin ich umgezogen. Ich habe sogar mein Gesicht ein bisschen sauber gemacht. Das ist jetzt meine Yoga-Uniform und ich hole mir nur noch einen Pulli zum Drüberwerfen, zum Drüberziehen und später, wenn ich in der Shavasana liege, dass ich was... Hoppala, das ist ganz schön voll hier. Ich nehme mal den hier einfach mit. Ich glaube, das ist die gute Variante, weil es einfach mit Knöpfen ist. Also sowas mit Reißverschluss würde auch gehen. Es einfach drüberwerfen kann, wie... ja. Ein Überwurf, sagen wir mal. So, fertig jetzt komplett. Und ich zeige euch, ich kam heute nach Hause und Vicky hat für mich eine kleine Überraschung gehabt. Ja, da seht ihr mich wieder im Spiegel. Und da ist Vickys Geschenk. Schön, ne? Wenn man so durch die Tür nach Hause kommt. Und dann hat man direkt vor sich ein Geschenk stehen. Diese Wasserkästen müssen wir wegbringen, die sind leer. Also wir fahren dann morgen vielleicht, wenn wir es schaffen, oder am Samstag einkaufen, dann bringen wir sie weg. Und da ist Vicky, die bereitet uns das Abendessen zu. Das wird der Schatzik, was mit Quinoa, oder? Quinoa, Pilze? Zucchini-Frikadellchen mit Joghurt Dill Soße. Das klingt doch gut. Ich mache mir jetzt einen Tee. Die Teekanne ist an, also Wasserkocher ist an.
Das heißt, ich entspanne mich jetzt ein bisschen und von euch verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn es so ist, freue ich mich natürlich sehr über ein Like und ich hoffe, wir sehen uns entweder unten in den Kommentaren oder im nächsten Vlog. Macht's gut, meine Lieben.